Freiwillige, hallo liebe Einsatzstellen. Wir grüßen euch heute von den Elbwiesen vor dem Herbert-Wehner-Haus. Wir hoffen, euch hat unser letztes Video gefallen und möchten uns nun mit einem zweiten Video an euch wenden. Auch dieses Mal könnt ihr unseren Tipp ganz einfach zu Hause nachbasteln mit euren Kindern, euren Enkelkindern oder auch mit Bewohnern oder Bewohnerinnen. Wir wissen, dass das jetzt gerade eine sehr stressige Zeit auch für euch ist und genau aus diesem Grund möchten wir euch heute zeigen, wie ihr ganz einfach einen Anti-Stress-Ball selber machen könnt. Dazu braucht ihr nichts weiter als verschiedenfarbige Luftballons, eine Schere, Vogelsand und einen Trichter. Los geht's! Im ersten Schritt stülpt ihr euren Luftballon über den Trichter und dreht ihn anschließend um. Am besten ist, ihr haltet den Luftballon mit der anderen Hand schön fest. Nun füllt ihr langsam Vogelsand in den Trichter. Wir haben den Vogelsand hier in eine Becherfeuer gefüllt. Ihr füllt den Sand ein und durch kräftiges Kneten und Drücken rutscht der Sand vom Trichter in den Luftballon und wird langsam größer. Solltet ihr im Trichter keinen Sand mehr haben, füllt ihr einfach wieder welchen nach. Diesen Prozess wiederholt ihr nun so lange, bis der Luftballon am Ende schön in eurer Hand liegt. Wenn der Ball die richtige Größe hat, entfernt ihr den Trichter und legt den Ball vor euch hin. Es folgt der zweite Schritt. Dazu braucht ihr eine Schere und ihr schneidet das überstehende Ende des Luftballons ab. Für den nächsten Schritt benötigt ihr weitere Luftballons, von denen ihr mit Hilfe der Schere das untere Ende abschneidet. Wenn ihr das untere Ende abgeschnitten habt, folgt der schwierigste Schritt. Ihr müsst den abgeschnittenen Luftballon über den mit Sand befüllten Luftballon drüber stülpen. Das braucht manchmal etwas Übung. Ihr könnt euren Ball mit mehreren Schichten Luftballons ausstatten. Welche Farbe euer Ball jedoch am Ende haben wird, entscheidet die letzte Luftballonschicht. Ich habe mich dafür für grün entschieden. Achtet immer darauf, dass ihr das Ende nach oben zeigen habt. Ball ist fertig und bereit für seinen Einsatz. Ihr könnt ihn vielseitig verwenden, zum Beispiel zum Kneten und zum Mobilisieren der Handmuskulatur, zum Dosenwerfen oder auch zum Jonglieren. Kleiner Tipp von mir, sollten die Schichten im Luftballon mal porös werden, einfach zwei weitere Luftballons wieder abschneiden, drüber stülpen und der Ball ist wie neu. Außerdem hoffen wir sehr, dass euch unsere Geschichte gefallen hat, die wir euch zusätzlich mitversendet haben mit dem Mann und seinen Bohnen. Und auch bei mir darf heute eine Bohne die Jackentasche wechseln. Wir hoffen sehr, das Video hat euch wieder gefallen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Macht's gut, eine schöne Woche und bis bald!